Hallo Erzählfreunde, willkommen zum zweiten Teil, beziehungsweise Teil 3. Teil 2 quasi vom Aufbau. Ich hatte jetzt auch mal einen Tag Pause zwischendrin, um mir ein bisschen Gedanken bezüglich der Elektronik zu machen. Was nach meinem Motor noch kam, bedeutet gezielt, ich habe noch überlegt, auf welche Funke ich das Fahrzeug lege. Bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass ich ihn auf meine etwas bessere draufpacke. Da ich doch mit der relativ präzise einstellen kann und eben auch im Segment des Performance am besten zurechtkomme von all meinen Funken. Davor war geplant, eine bisschen Standardfunke von Carson einzusetzen, um den auf der separaten Funke zu fahren, aber ich habe dann nochmal ein bisschen gespielt und das Feingefühl bei meiner anderen Funke ist einfach wesentlich besser. Das heißt, auch hier wird jetzt nicht falschen Fleck gespart, weil ich will ja nachher mit dem Fahrzeug etwas performen. Heißt Empfänger getestet, habe auch schon ein bisschen gebunden, Fahrtregler mal gecheckt und hatte jetzt zwei Servos zur Auswahl. Einmal den CS9 von Carson und dann noch ein Modell von Bluebird. Sind beide relativ ähnlich von den Werten. Muss aber jetzt doch feststellen, dass der Bluebird Servo etwas schneller ist. Eben beide Metallgetriebe haben, beide sind digital, aber hier deutlich bessere Stellzeit. Deswegen, da ich beim Touring-Car-Fahren natürlich ein bisschen auf die Geschwindigkeit auch vom Servo mit angewiesen bin, nicht nur auf die Kraft, wie es beim Bashen ist, entscheide ich mich für den. Bluebird Servo, wen es interessiert. Es ist das Modell 621 DMG plus HS. Digital, Metallgetriebe plus Highspeed. Keine Ahnung. So würde ich jetzt die Abkürzung interpretieren. Gut. Des Weiteren habe ich mir noch besorgt Kugellager für die Lenkung. Die waren nämlich in dem Set nicht mit dabei. Die mussten noch separat erworben werden. Und ich habe mir besorgt ein Servo-Saver mit Aluminiumteilen von Dree Racing und den werde ich auch nur zum Teil verbauen, das heißt Unterseite mit den Metallklammern. Ich habe dann noch ein Alu-Servo-Horn, das möchte ich gern versuchen zu kombinieren und habe mir dann auch nochmal Lenkarme besorgt, die ich jetzt nochmal etwas kürzen werde und anstelle der Standard-Kunststoff-Lenkarme verbauen werde. So viel jetzt mal zum was so ansteht. Wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, dass ich das Fahrzeug nicht ganz Standard aufbauen werde. Heißt auch schon jetzt mit meinen Tuning-Komponenten anfangen. Wie gesagt, der bessere Servo kommt rein, ESC kommt rein, Empfänger haben wir, Teile haben wir. Ich würde sagen, ohne langes Schnacken gehen wir wieder in den Zeitraffer. Bis gleich.
So, ganz kurzes Zwischenfazit. Ich habe euch ja gerade in der Nahaufnahme gezeigt. Ich habe jetzt quasi meine Lenkgestänge mit Kugellager noch versehen. Wie vorher schon erwähnt, wie gesagt, die waren in dem Kugellagersatz nicht mitgeliefert. Und jetzt nachgerüstet, war jetzt eine relativ schnelle Sache. Gleitlager raus, die neuen Kugellager rein. Ich muss mal nah ran, dass ihr es ein bisschen besser sehen könnt. Da sitzen die jetzt drauf und sorgen dafür, dass die Lenkungsteile sauber laufen. Zumindest mal schon mal besser wie mit den Standard-Gleitlagern. Tipp an dieser Stelle, einfach gleich direkt von vornherein austauschen, weil ihr werdet es mit Sicherheit missen. Irgendwann. Heißt, wenn das mal schwer läuft, ist das so ziemlich der erste Ansatz, an den ich ran kann. Relativ günstig und dann habe ich schon eine sehr, sehr positive Verbesserung. Was jetzt auch noch geklappt hat, war die Verbindung von meinem Alu-Servo-Horn mit dem Servo. Das Horn habe ich noch aus einem alten Buggy von mir, ist übrig und natürlich dadurch, dass es so einen großzügigen Kopf hat, kann ich jetzt nachher den Verbindungsarm positionieren, wo ich möchte, beziehungsweise wo es dann auch optimal passt. Eventuell werde ich dann auch einen von diesen hernehmen als Servoarm. Ich werde mal schauen, wie es funktioniert. Kleines Zwischenresümee, wir machen weiter. Ganz kurzer Einwand an der Stelle. Ich hatte jetzt hier die Mittelbrücke und die hat jetzt nicht ganz auf mein Fahrzeug drauf gepasst optimalerweise. Das heißt, hier war dieses Antennenhalterungsstück noch, das musste ich jetzt wegdremeln, weil es sonst nicht auf mein Fahrzeug drauf passt. Jetzt, wo es weg ist, kann ich es optimal verschrauben und die Kabel können dort auch noch sauber laufen. Das mal kurz als Einwand. Wie gesagt, so ein Tool, Sägeblatt, vorsichtig arbeiten, nach Möglichkeit auch mit Schutzbrille. Da sind wir. Elektronik ist drin, verkabelt. Soweit funktioniert alles. Alu-Servohorn ging auch rein. Auch mit einer anderen Lenkstange. Hab noch zwei Aluminium-Radmitnehmer für hinten ausgegraben. Denke ich, werde mir dann die Tage einfach nochmal zwei zusätzliche für vorne bestellen. Oder ein Vierer-Set, je nachdem. Ja. Im Prinzip mache ich jetzt die Reifen fertig. Die verklebe ich jetzt und dann geht es eigentlich auch schon an die Karosserie. Ich würde sagen, für Teil 2 haben wir genug gesehen. Ich mache dann noch mal einen kurzen
Shortcut mit den Reifen. Das ist eine Zeitrafferaufnahme. Und dann sehen wir uns in Teil 3 wieder. Karosserie abkleben, beziehungsweise erst schneiden, waschen, abkleben, lackieren. Ich kann an der Stelle mich nur wieder fürs Zuschauen bedanken. Schön, dass ihr euch Teil 3 angeschaut habt. Teil 4 kommt. Bleibt dabei. Der LKW ist fast fertig. Und bis zum nächsten Mal bei Waxes RC TV. Thank you.